viele andere Studiengänge auch ist das ein Studiengang, der einer wissenschaftlichen Disziplin entspricht. Das heißt, die Themen sind im Wesentlichen diejenigen, mit denen Soziologen sich ohnehin befassen. Und wenn man das näher kennzeichnen will, kann man mit anderen Sozialwissenschaften vergleichen. Und das Auffällige an den anderen Sozialwissenschaften, wenn man sie von der Soziologie her sieht, ist, dass diese Wissenschaften sich jeweils mit einem Ausschnitt aus der sozialen Welt beschäftigen, also etwa mit der Wirtschaft, wenn es um die Wirtschaftswissenschaft geht, oder mit der Politik, wenn es um die Politikwissenschaft geht, und so eben auch für Erziehungswissenschaft, Religionswissenschaft, Sportwissenschaft und so weiter. Die Soziologie unterscheidet sich von diesen anderen Sozialwissenschaften dadurch, dass sie thematisch umfassend ist. Das heißt, sie erhebt den Anspruch und löst ihn auch ein, jeden Bereich der sozialen Wirklichkeit behandeln zu können. Infolgedessen gibt es innerhalb der Soziologie dann nochmal eine eigene Wirtschaftssoziologie. Es gibt eine politische Soziologie, die sich mit dem politischen System befasst. Es gibt Kunstsoziologie, Erziehungssoziologie, Sportsoziologie und so weiter. Das heißt aus der Sicht von Studenten, dass sie, wenn sie dieses Fach wählen, sich noch nicht auf ein Thema, ein wie immer großes Thema, aber ein Thema festlegen, sondern innerhalb ihres Studiums Themen wählen und Themen wechseln können. Sie können Schwerpunkte so oder auch anders setzen. Das heißt, man hat viel Wahlfreiheiten innerhalb des Faches, was Themen anbetrifft, und legt sich nicht von vornherein auf ein bestimmtes Thema fest. Soziologie in Bielefeld ist eine der größten Fakultäten für dieses Fach. Und das bedeutet eben, dass sehr viel von dieser Themenvielfalt, von der ich eben gesprochen habe, hier auch tatsächlich vorhanden ist, angeboten wird und studiert werden kann.